Hallo Kinder, bin ich müde. Ich glaube, ich sollte... Ich glaube, ich sollte diesen Tag in der Hängematte verbringen. Na, Samson, das war aber eine müde Begrüßung. Du hast wohl heute Nacht die Sterne gezählt. Statt in der Hängematte zu schlafen. Na, besonders munter wirkt ihr beide aber nicht. Hoffentlich schlafen die Kinder nicht beim Zuschauen ein. Er macht mir auch nicht gerade den frischesten Eindruck. Muss wohl am Wetter liegen. Was war denn das? Kann ich nicht mehr bis vier zählen? Das war doch keiner von uns. Ich dachte schon, ich hätte mit offenen Augen geträumt. Aber wenn ihr es auch gehört habt, dann... Samson! Nochmal! Samson, du hast nicht geträumt. Ich glaube, es kam von dort. Von wo? Von dort. Von dort? Hey, du. Wer, ich? Genau. Psst, komm her. Ja, was? Unter uns, möchtest du diesen tollen Schneemann hier kaufen? Ein Schneemann? Ein Schneemann? Genau. Oh, das ist ja ein Riesenschneemann. Ist der größte, den ich habe. Oh. Muss versuchen, ihn schnell loszuwerden. Die Sonne taut den Schneemann sonst auf. Sonderangebot. Aber du musst dich schnell entschließen. Die Dinger gehen reißend weg. Alles ganz schön und gut, aber was soll ich denn mit einem so großen Schneemann anstellen? Na, eine ganze Menge. Stell dir vor, du musst dich vor jemandem verstecken. Dann duckst du dich einfach hinter diesen großen, dicken Schneemann. Er kostet nur ganze 20 Pfennig, dieser große, dicke Schneemann. Ja, 20 aber... Pfennig, das ist ein Geschäft. 20 Geschenk. Pfennig? Lassen Sie mich mal einen Augenblick nachdenken. Ja, überleg es dir schnell. Du weißt ja, dass ich... Ich weiß nicht so recht. Der Schneemann schmilzt mir unter den Händen. Er muss sich schnell entscheiden. Jetzt nur noch 15 Pfennige für diesen mittelgroßen Schneemann. 15 Pfennig. Mittelgroß? Genau. Aber ich hätte schwören können, dass es ein großer, dicker Schneemann war. Naja, ich muss nur überlegen, was ich mit einem mittelgroßen Schneemann anfange. Ja, das kann ich dir verraten, angenommen, du willst mal Bockspringen. Nun, Bockspringen kannst du unmöglich über einen großen, dicken Schneemann. Nein. Aber über diesen mittelgroßen, handlichen Schneemann kommst du ohne große Schwierigkeiten rüber. Ist das nicht toll? Ich muss mal überlegen. Ja, denk nach, aber schnell. Ja, ich weiß nicht. Ich könnte vielleicht... Also, ich würde ihn gesagt, ja ganz gern Kumpel, kaufen, aber wo stelle ich ihn hin? Das ist ein einmaliger Sonderpreis. 10 Pfennig für diesen klitzekleinen Schneemann. Klitzeklein? Genau. Was ist denn mit dem Sieh, passiert? Sieh, diesen besonders handlichen ja Minischneemann. Du kannst klein. Ihn in deiner Tasche tragen oder in den Kühlschrank legen. Du kannst ihn überall mitnehmen, du wirst es nicht bereuen. Beeil dich, 10 Pfennig und er gehört dir. 10 Pfennig, ja, schnell. Ich muss überlegen, ich muss aber nachdenken. Ja, nicht zu lange, greif zu, sonst ist er weg. Ich muss mich entscheiden, möchtest aber die Sache jetzt muss den Schneemann gut oder überlegt nicht? Du musst dich schnell entscheiden. Ja. Greif zu. Ja, also ist greif gut. Zu. 10 Pfennig. Ich glaube, ich habe mich entschieden. 10 Pfennig ich und nehme er gehört ihn. Dir. Ja. Du hast dich entschieden. Ich habe mich entschieden. Sehr ich will gut. ihn haben. Gut. Wo ist er denn? Ich kann dir was anderes anbieten. Ja? Auch ein einmaliges Sonderangebot von mir. Für nur 5 Pfennig kannst du diese herrliche, wunderschöne Wasserpfütze von mir haben. Weißt du, was ich jetzt baue? Ein Haus, ja. Gut, ich will auch ein Haus bauen. Immer alles nachmachen. Kommt, lasst uns mal richtig suchen. Nichts. Was war das? Samson. Das muss
ein unheimlicher Riesenkerl sein. Keine Angst, Samson. Wir sind ja bei dir. Aber spannend finde ich das auch. Ja, ja. Das Beste wäre, jeder von uns nimmt sich eine Studioecke unter die Lupe. Dann könnte er uns nicht entwischen. Stimmt. So kreisen wir ihn gezielt ein. Er muss sich ja hier irgendwo versteckt halten. Oh, wie aufregend ist das alles. Jetzt bin ich plötzlich gar nicht mehr müde. Herr Bödefeld kann es nicht sein, der ist ja gerade in Urlaub. Stimmt, bei seinem Vetter Heimito von Bödefeld. Wer weiß, wer weiß. Wisst ihr auch warum? Der Vetter besitzt nämlich noch ein altes, echtes Schloss, ein Vorhängeschloss. Na, das könnten wir jetzt gut gebrauchen, damit uns der Kerl nicht entwischt. Ach kommt, lasst uns weitersuchen. Ach, wo sollen wir denn noch überall suchen? Hier kann er ja wohl nicht sein, zwischen meinem Salat. Hat sich da was bewegt? Ich fange auch schon an zu spinnen. Mal, was Herrchen dir mitgebracht hat. Na ja, also, hört mal zu. Guten Tag, hier spricht euer Freund Kermit der Frosch von den Sesamstraßen-Nachrichten. Ich stehe hier in der Nähe des Betts, in dem das schöne und weltberühmte Dornröschen schläft. Ja, tatsächlich, da liegt sie. Liegt ganz ruhig da und schläft. Schläft ganz fest, schläft jetzt schon sage und schreibe genau 100 Jahre. Stellt euch vor, 100 Jahre. Aber heute soll ja nun ein junger Prinz kommen. Ein Prinz, ein junger Prinz und soll das schlafende Dornröschen wecken. Und, ich glaube, ich höre den Prinzen heranreiten. Ja, seht ihr? Da hinten. Noch weit von der Prinzessin entfernt. Oh. Aha, jetzt kommt der Prinz der schlafenden Prinzessin etwas näher. Oh. Und noch mehr. Oh. Seht euch das an. Jetzt ist er so nah wie irgend möglich. Oh. Und in einer Sekunde, und dies ist der Moment, auf den es ankommt, in einer Sekunde wird er sie küssen und damit den Zauber brechen. Oh, mit deiner Schönheit hast du mir das Herz gebrochen. Mit diesem Kuss breche ich den Zauber. Oh. Was ist los, Bubimi? Tja, dies war nun der große historische Augenblick. Der Kuss des Prinzen hat tatsächlich unser Dornröschen aufgeweckt. Aber hat sie auch in einen schönen Frosch verwandelt. Ein Frosch. Na, hallo, mein Hübscher? Guten Tag. Sag mal, wo krieg ich hier was zu essen? Ich habe ein morgens Hunger. Ich habe 100 Jahre lang geschlafen. Wollen wir doch mal sehen, was ich da machen kann. Da kannst du dir vielleicht vorstellen, wie ausgehungert ich bin. Komm doch mit. Ich kenne an der nächsten Ecke ein sehr hübsches kleines Café. Oh, das finde ich aber sehr nett. Ich kann es kaum noch aushalten. Vielleicht haben die auch ein paar Fliegen. Oh ja, Fliegen. Die habe ich ja noch 100 Jahre nicht mehr gegessen. Und mit diesen Eindrücken verabschiede ich mich von euch und gebe zurück ins Studio. Bis zum nächsten Mal. Kommen Sie, Fräulein Prinzessin, folgen Sie mir. Ich möchte unbedingt fliegen. So, nun bin ich mal gespannt, was Onkel Eduard mir diesmal schickt. Hallo? Ist denn hier keiner? Ach, hallo, ja, seien Sie doch so nett und kommen Sie einmal. Ich möchte gern etwas abholen. Wissen Sie, mein Onkel Eduard, der schickt mir immer so viele Sachen. Und diesmal ist wieder was gekommen und das wollte ich jetzt bei Ihnen abholen. Nehmen Sie mal her. Was? Den Zettel. Ach, den Zettel, ja, selbstverständlich. Den müssen Sie ja haben. Ja, in Ordnung. Was denn? Also kommen Sie mit. Ah, ich soll mitkommen? Ja, sicher. Ach, das habe ich auch noch nicht erlebt, dass man mitkommen kann. Ist es was Größeres? Weiß ich noch nicht. Das wissen Sie nicht. So, na, nun haben wir ja bald die ganze Anlage hier kennengelernt. Ach, das ist sicher von meinem Onkel Eduard. Nein. Ja, gut. Ja, wo ist denn nun das gute Stück? Ein Moment. Ja, bitte. 1168. Stimmt. Würden Sie bitte den Empfang bestätigen? Ja, wie denn? Wofür denn? Was denn bestätigen? Für das Ding, das Sie eben erhalten haben. Erhalten? Ach, das Bett von meinem Onkel. Das sieht ihm wieder ähnlich. Gut, ich werde unterschreiben, was er sich wieder ausgedacht hat, dieser liebe Mensch. So. Bitte schön, ich habe unterschrieben. Danke. Ja, hier ist noch Ihr Zäpfchen. Schönen Dank. Ja, aber wie soll ich denn das Ding jetzt wegtransportieren?
blödes Ding. Jetzt habe ich mir aber so viel Mühe gegeben, jetzt könnte es klappen. Oh. Das ist zum Verzweifeln. Was gibt es denn sonst noch für Möglichkeiten? Ein Bett, das fliegt? Ein Bett, das rollt? Ein Bett, das schwimmt? Ich schenke es einfach dem Ersten, der hier vorbeikommt. Und eins und zwei und hallo. Hallo. Sie sind der Erste. So, der Erste. Sie haben Glück gehabt. Wissen Sie was? Ich schenke Ihnen das Bett. Hm, so ein Bett wollte ich eigentlich schon immer mal haben. Na prima. Na zugreifen. Hm, nicht schlecht. Na, das ist doch stabil, breit, alles dran. Messing. Gefällt's Ihnen? Nicht schlecht. Na, freut mich. Hm. Schön bequem. Na also. So. Jetzt hat der's auf dem Hals. Na, der wird seine Freude damit haben. Bin mal gespannt, wie der es schafft, das Bett durch die Stadt zu transportieren. Auf die Idee hätte ich natürlich selber kommen können. Das Bett einfach auseinandernehmen, da sowas Dummes. Mach mal Lärm, hier aus. Dass wir wenigstens einmal in der Woche ausschlafen wollen. Jeden Sonntag der gleiche Krach. Also nur seid noch ein bisschen leise, ja. Was ist denn? Kaffee. Frühstück. Ihr habt Frühstück gemacht. Ah,
Veronika, die Kinder haben Frühstück gemacht. Frühstück? Na los, kommt, Frühstück im Bett. Holen Sie sich die. Hey, so war das nur auch nicht gemeint. Es ist Spielstunde. Wie findet ihr das? Ich werde heute ein paar Geräusche nachmachen und ihr sollt dann erraten, welche Geräusche das sind. Passt auf, das ist das erste Geräusch. Erraten? Gut, eine Eisenbahn, genau. Mhm. Hörte sich wie ein richtiger Zug an. Und weiter. Hier ist das nächste Geräusch. Vielleicht erratet ihr's. Was war's? Ja, sehr gut. Es war ein Auto. So hört sich ein Auto an. So, seid ihr wieder soweit? Ich mache jetzt mein letztes Geräusch. Ruhig, alter Junge, was? Ganz ruhig. Was? Endlich habe ich was dich, alter Gaul. Was denn mit mir? Hast wohl gedacht, du könntest mir weglaufen, hä? Was? Störrisches Pferd und Kopf. Komm schon, komm. Nicht doch, nicht doch. Ich habe gewiehert wie ein ganz Pferd. Ganz ruhig, ganz ruhig. Das können Sie doch mit sei mir nicht so machen. Störrisch. Ich werde mal aufsitzen, Gaul. Lass mich los, nicht auf meinem Rücken. Nun, nein, los doch, ich will dich ein bisschen reiten, Gaul. Nun, komm schon. Los. Ich heiße Ludwig und ich Gaul. Nun, komm schon, Gaul, ich bring dich wieder in den Stall. Los. Wer ist denn dieser maskierte Mann? Ho, ho, ho. Es. Es gab. Es gab einen Riesen. Es gab einen Riesenkrach. Nun ist es wieder Zeit für einen hochgelehrten Vortrag von Professor Hastig. Wie ihr seht, haben wir hier zwei verschiedene Stapel Bauklötze. Einen großen Stapel auf dieser Seite und einen kleinen Stapel auf dieser Seite. Und nun wird Professor Hastig kommen, um über Groß und Klein zu sprechen. Ich habe also die große Ehre, euch jetzt Professor Hastig vorzustellen. Da kommt er schon. Hier lang, Professor, hier lang. Hier lang, richtig. Hier, ja, ja. Hier rüber, bitte. Richtig. Ja, genau hier. Richtig. Gut. Der heutige Vortrag dreht sich um Groß... Professor Hastig. Klein, groß und klein, ja. Was war das? Ja, seht mal, um zu zeigen, was groß ist, haben wir hier ein paar Bauklötze aufgestapelt zu einem groß... Heda, junger Mann? Ha? Also, hier stimmt was nicht, ja? Ich möchte heute über groß sprechen, aber das hier ist ein kleiner Stapel Bauklötze. Oder hab ich Unrecht? Ja, Professor, sehen Sie, da drüben. Es sieht so aus, als hätte ich nur diesen kleinen Stapel Bauklötze zur Verfügung. Da bleibt mir nichts anderes übrig. Dann werde ich nur über...
So. Professor Hastig. Klein, ja, klein. Ja. Junger Mann? Pa? Oh, also, sehen Sie, ja, Sie sehen, ich bin gerade etwas verdutzt. Wie kann ich über klein sprechen mit diesem großen Stapel Bauklötze hier? Können Sie mir das sagen? Ja, wissen Sie, Herr Professor, Sie sollten doch über den Unterschied sprechen. Über groß und klein meine ich, ja? Über den großen Stapel hier und den kleinen auf dieser Seite, ja? Oh, ja, oh, genau. Also, ich glaube, ich hab's jetzt. Der Unterschied zwischen dem großen Stapel und dem kleinen Stapel ist, der Unterschied zwischen diesen beiden Stapeln Bauklötze ist, dass dieser hier ein großer Stapel Bauklötze ist, wie Sie sehen. Und dieser hier ist gar kein Stapel Bauklötze. Professor Hastig! Und damit ist mein Vortrag für heute beendet. Da gibt es gar nichts mehr, was ich noch dazu zu sagen hätte über groß und klein. Vielen Dank, ja. So? Danke, Herr Professor. Also ich schlage vor, dass wir diesen geheimnisvollen Gähner irgendwie überlisten. Aber wie? Psst. Wenn Gähnen ansteckt, dann könnte man, müssten wir, ja. Sprich mal leise, Tiffy. Den gleichen Einfall hatte ich auch gerade. Bitte sehr. Ich verstehe. Ihr meint, wir alle vier sollten jetzt noch einmal künstlich gähnen. Aha! Genau. Wie ist das alles aufregend? Hoffentlich gelingt es uns jetzt auch. Obwohl wir gar nicht mehr müde sind. Na, versuchen können wir es ja mal, nicht? Ja, also, eins, ja. Zwei, drei. Drei. Ja. Ach so, ja. Habt ihr es gehört? Da ist es noch! Es ist noch da! Ute! Du musst keine Angst haben! Es muss ein Riese sein! Nein, du bist doch der Größte! Ich weiß. Ich glaube, wir kommen der Sache auf den Grund. Kommt mal her und werft einen Blick in Utes Salat. Wieso? Den habe ich doch gewaschen, Tiffy. Na, was seht ihr? Das ist ja ein Ding. Da staunt ihr was? Hätte sogar ich nicht für möglich gehalten. Hallo, Fienchen. Hallo. Du hast mir aber einen großen Schrecken eingejagt. Ich? Du warst der Gähner? An dich haben wir überhaupt nicht gedacht. Du hast doch sonst immer so eine feine, kleine Stimme. Eben. Manchmal erschrecke ich mich selber, wenn ich gähnen muss. Du, Fienchen, würdest du mir einen großen Gefallen tun? Würdest du noch mal gähnen? Ich kann gar nicht glauben, dass so eine kleine Schnecke so laut gähnt. Aber gern. Ihr denkt wohl, kleine, feine Stimmen können nicht laut gähnen. Im Gähnen bin ich groß. Ach, ich bin wirklich müde. Tatsächlich. Tschüss, Kinder. Tschüss, Kinder. Versucht es doch auch mal mit Gähnen. Es steckt wirklich Geschichte. Ganz schrecklich an.